Nachrichtensprecher sehen auf der ganzen Welt irgendwie gleich aus. Das ist Finnlands Antwort auf Ulrich Wickert. Und die hört sich so an. TV-Uutisista hyvää iltaa. Eläkeneuvottelujen loppurutistus on käynnissä. Pahasti lukkoutuminen. Und wie der Uli schreibt auch der Matti Krimis. Allerdings die besseren. Ohne Arbeitskleidung wird klar, dass hier ein einsamer Wolf am Werke ist. Matti Rönke kultiviert sein Doppelleben und weiß nur zu gut, dass ihm sein Job beim Fernsehen auch beim Schreiben hilft. Anlass war übrigens eine ausgewachsene Midlife-Crisis. Natürlich habe ich als Journalist bessere Möglichkeiten, um zu recherchieren. Aber nicht unmittelbar, wie es zum Beispiel ein Gerichtsreporter tut. Bei mir stehen die Gesellschaft und deren Strukturen im Mittelpunkt des Interesses. Als Bauunternehmer ist sein Held Viktor im neuen Roman tätig. Bis ihn die Vergangenheit einholt und russische Ganoven versuchen, ihm sein Geschäft madig zu machen und fackeln zur Warnung sein Haus ab. Aber Viktor kennt die Mentalität der Russen nur zu gut. Genauso wie sein geistiger Vater, der es liebt, in bunten Bildern zu erzählen. Viktor hat sein soziales Netzwerk in der Sowjetunion verloren. Und ich glaube, dass er gar nicht weiß, wie wichtig solche Verbindungen und Wurzeln sind. Und als er nach Finnland zurückkehrt, wird ihm klar, dass er ganz alleine ist. In Finnland ist Matti Rönke ein Bestseller-Autor und hat Kultstatus. Er schreibt nicht so depressiv wie seine Kollegen aus dem hohen Norden. Die amerikanischen Autoren sind seine Vorbilder und er weiß genau, worauf es beim Schreiben ankommt, nämlich auf die Details. Beim Schreiben sind die wichtigsten Stellen die kleinen Episoden, die erst einmal für die große Handlung nicht so wichtig erscheinen, aber sie sind ganz entscheidend für eine gute Geschichte. Eine gute Geschichte lebt von der Atmosphäre und den Bildern, die im Kopf des Lesers entstehen. Dieser Autor versteht sich auf die Kunst der Andeutung, ohne das Blut in Strömen fließen zu lassen. Eine Frage ist noch zu stellen. Warum trinken eigentlich Skandinavier so viel? Also gut, in Skandinavien trinken die Leute ziemlich viel und natürlich besonders in Finnland. Das ist okay. Die Schweden zum Beispiel sind so zivilisiert, deshalb ist ihr Bier auch so schwach. Und die Dänen sind so etwas wie die lustigen Deutschen. Deshalb trinken sie viel Bier und sind immer gut drauf. Aber die Finnen sind die einzigen melancholischen Säufer. Matti Rönke geht seinen Weg und hat das Ziel fest im Blick. Er möchte so sein wie sein Held, der ein wenig an den legendären Philipp Marlowe erinnert. Cool und immer einen guten Spruch auf den Lippen. Man geht seinen Weg und den geht man allein. Das ist das Lebensmotto dieses Finnen.